Also für mich selber finde ich es halt echt schwierig, wie viel Einfluss Instagram gerade auf Mädels hat. Also jetzt nicht unbedingt in meinem Alter, wir sind schon ein bisschen verantwortungsbewusster oder sollten verantwortungsbewusster sein. Aber gerade für jüngere Mädels, meine kleine Schwester, die ist jetzt 16. Und wenn ich einfach sehe, was die für Bilder auch sich anschauen und mit den Schminkvideos und wie 13-, 14-jährige Mädels geschminkt rumlaufen, wie wenn sie 20 wären. Und ich denke mir, ich habe noch Latzhosen angehabt in dem Alter. Also, was ist halt schon gefährlich. Und deswegen haben auch die Influencer so viel Verantwortung, weil gerade halt die jüngeren Mädels, wo jetzt sich noch sehr arg beeinflussen lassen, ja, da ist die Verantwortung halt riesig. Also die ganzen Challenges, wie gesagt, die beeinflussen gerade die kleineren oder jüngeren Mädels brutal. Und ich selber habe mir jetzt nichts draus gemacht, weil ich sowieso zu dem Thema Figur habe ich meine eigene Meinung und will ich mir auch nicht reinreden lassen. Aber wenn ich sehe, wie die Mädels dann den Bauch trainieren, dass man Sixpack sieht und versuchen zwanghaft die Lücke zwischen den Oberschenkeln zu bekommen, also da war ich selber auch kurze Zeit dabei. Aber man merkt ja dann, dass das eigentlich genetisch veranlagt und man kann meistens auch nichts machen, damit man das bekommt. Und das sollten halt viele sich auch darüber im Klaren sein. Und gerade die jüngeren Mädels haben halt diese Selbstreflexion noch nicht. Also es gibt, glaube ich, die wenigsten Mädels, wo sagen können, wow, ich bin so zufrieden, wie mein Körper ist. Klar, gibt es immer wieder welche, aber das ist eigentlich, finde ich, eher die Ausnahme. Aber gerade dann halt Instagram, finde ich, verstärkt es halt noch, dass man vielleicht auch so Probleme dann hat, weil man, was weiß ich, dickere Oberschenkel hat oder jetzt nicht den flachsten Bauch und die ganzen Fitnessideale, die verstärken das dann halt noch, dass man sich denkt, vielleicht muss ich was machen. Also klar, man versucht immer, sich so ein bisschen zu vergleichen mit den Models oder Fitnessmodels, die halt ihre Bilder posten, aber ich selber mache ja auch Sport. Ich denke mir dann zwar, ja okay, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Sport machen, aber unter Druck gesetzt selber fühle ich mich jetzt nicht. Weil ich weiß, die machen sonst nichts anderes, außer ihr Fitnessmodeling. Und dann denke ich so, lieber habe ich ein Leben, als dass ich den ganzen Tag nichts essen muss. Also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel ihre Nase dann gerade retuschieren oder am Bauch ein bisschen was wegretuschieren, Oberschenkel, da gibt es genug Leute. Aber ich finde, das entspricht dann ja einfach nicht der Person selber, wie man ist. Und dann finde ich, eigentlich sollte man es nicht machen, aber jeder wie er will. Also klar, man will halt immer Topfigur haben und auch reines Gesicht, schönes Lächeln, dass man sich selber gut präsentiert. Also ich finde, das gehört für mich auch dazu, wenn man jetzt, was weiß ich, immer so eingeschüchtert dasteht und trotzdem hübsch ist, dann kommt es trotzdem anders darüber, wie jemand, der lacht oder sich halt eben stolz oder selbstbewusst präsentiert. Und das macht, finde ich, auch viel aus. Ja, also Jungs immer mehr. Früher war es eher so ein Mädchending, Instagram, aber mittlerweile haben sich auch die Jungsprofile so ein bisschen zu weiblicheren Profilen geändert. Also viele Jungs posten auch so Modelbilder, also wo sie halt mit der Kamera gemacht haben oder geguckt haben, wie die Location aussieht, ob es auch passt farblich oder wo man steht. Das sehe ich bei immer mehr Jungs und früher haben es halt nur Mädchen gemacht und es ist halt mehr so ausgeglichen mittlerweile. Also das ist ja wieder so General Roles und jeder versucht. Also ich für mich selber finde, dass jede Frau auch ihr Profil so präsentieren sollte, wie sie will. Und es gibt ja auch genug Mädels, die mit Boyfriend-Jeans oder jetzt keinen engen Sachen ihre Bilder posten und trotzdem ein schönes Profil haben und ihre Bilder sich gut vermarkten. Und genauso ist es ja auch bei Männern, wenn man sieht, wie viele Männer Skinny-Jeans anhaben und fast engere Hosen als die meisten Mädels tragen. Schon ein Unterschied auch, aber jeder, finde ich, so wie seine eigene Persönlichkeit ist, sollte dann auch so sein Profil vermarkten und sich selber halt präsentieren können. Also ich glaube halt, dass gerade Instagram das auch ein bisschen fördert, dass Männer auch immer so mehr danach schauen, dass es ein Modelprofil ist, dass sie ihre Figur gekonnt in Szene setzen, was ja eigentlich früher mehr so ein Frauending war, dass man die Kurven in Betonung setzt. Aber bei den Männern ist halt auch mittlerweile so, es wird der Arm angespannt, dass der Bizeps gesehen wird und es gibt genau aber eigentlich auch das Gegenteil. Also Frauen posten Bilder mit Boyfriend-Jeans oder labrigen Pullis und Oversize-Shirts und können trotzdem ihr Profil gut verkaufen und auch sich selber gut in Szene setzen. Und genauso ist halt auch umgekehrt bei den Männern. Manche bleiben so bei ihren Männer-Ding und haben halt noch die labrigen Jeans an und so das coole Profil, während andere halt schon danach schauen, dass es mehr so ein
Modelprofil ist und sie halt auch die passenden Bilder dazu posten.